Herzlich willkommen bei Sini macht Auge, heute in Dreierkonstellation. Wir möchten uns gemeinsam ein Instagram-Posting vom Spiegel-Magazin anschauen, und zwar, weil letztlich wir in diesem Posting eine sogenannte, ich glaube, das nennt sich Call to Action bekommen. Wir müssen etwas tun, wir drei, auch du und du. Aber heute noch? Nee, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, ob wir noch die Treppen nach oben gehen oder nicht. also worum geht's? Es geht um diesen Beitrag hier. Geschmacklos. Es ist gar nicht lustig. Leute, jetzt regt euch mal ab. Sexualisierte Gewalt. Warum ich Männer, die mich belästigen, anzeige. Ja? So. Ich würde vorschlagen, wir machen das wieder wirklich am Rande zu grenzdebil. Wir gehen jeden Slide durch und kommentieren den erstmal. Also wenn ich das erstmal so lese, warum ich Männer, die mich belästigen, anzeige. Mein erster Impuls war jetzt so, wieso muss man das überhaupt erklären? Also wenn ein Mann eine Frau belästigt, dann... Also das Warum steht ja im Nebensatz. Ja, ja, genau. Aber weil die halt sie belästigen. Ja. Das wäre vielleicht der Grund, also Männer anzeigen, ja, genau, weil sie Männer sind. Es kommt ja mehr und ich finde, eigentlich beantwortet das ja schon. Ja, weil sie dich belästigen, hoffe ich mal. Und das ist ja auch völlig richtig so, oder? Oder ist da irgendwer anderer Meinung? Nee, aber hast du dir schon alle Slides angeguckt, die kommen? Oder okay. Ich gehe da völlig, das kann sein, dass wir gleich dann sagen so, ach so, verstehst du, richtig dumm. Ja, weil jetzt erstmal ist das doch eine vernünftige Sache. Genau. Ja, okay. Ja, warum? Wobei, das Warum finde ich ja komisch. Ich würde einfach sagen, Männer, die mich belästigen, zeige ich an. Punkt. Finde ich völlig. Warum? Ja, weil sie dich belästigen, offensichtlich. Sonst dann wäre das eine triviale Aussage. Ja, also. Genau. Darum geht es eigentlich. Das ist eine triviale Aussage. So, jetzt gehen wir mal weiter. An einem Samstag um 15 Uhr schlendert Spiegelautorin Sylvie Gühmann mit einer Freundin durch Hamburg, als ein Mann sie anspricht. Er fragt, ob sie kein BH habe, sie hässliche Nutte. Alter. Moment, okay. Also hat er sie echt gesiezt? Das klingt irgendwie... Also finde ich mal geil. Sie Arschloch. Ja, das ist ja schon eine Begegnung, die so schwierig und ekelhaft ist. Also ja, okay, ich bin... Ja. Ja, ich habe natürlich einen Witz gemacht, also das ist einfach nur grammatikalisch, ob sie, also mit sie, ne, er hat sie nicht wirklich gesiezt, sondern... Der Punkt ist mir scheißegal, der ist dir wichtig, ist mir wirklich egal, aber ich, ja, okay, also wenn schon im ersten Satz der Ansprache hässliche Nutte vorkommt, was ist, ja, okay, ja. So, was steht da drunter? Aber auch da finde ich erstmal, ob sie keinen BH habe, also ich gehe davon aus, dass sie keinen getragen hat, was ich völlig okay finde. Jeder darf sich anziehen und tragen, was er möchte. Du meinst, es hat ihn gestört, weil er... Ja, weil, hätte ich jetzt so verstanden. Ob sie keinen BH habe? So ganz verstehen. Einen Tag später meldet sie den Vorfall bei der Polizei mit einem Video, das sie von dem Mann gemacht hat und ihre Freundin als Zeugin. Okay, ja. Würde ich jetzt mal sagen, völlig legitim. Also es gibt ja den Tatbestand der Beleidigung. Man muss sich nicht beleidigen lassen. Wenn du einen Zeugen hast und du kannst die Person ausfindig machen, ne? Beleidigung ist ja quasi so, ich beleidige eine Person direkt, bis hierhin alles soweit okay, oder? Ja, ich bin dabei. So, ich zeige die Männer an, weil ich es muss. Damit die Fälle in der Statistik landen. Erst wenn die Statistik stimmt, sieht die Politik ein Problem. Erst wenn die Politik ein Problem sieht, ändert sich etwas. Das finde ich total einleuchtend und gut. Ja. Und erinnert mich an eine Geschichte, die einer Freundin von mir letztens erst in Köln passiert ist. Die war nämlich auf dem Weg nach Hause, war relativ kurz vor ihrer Haustür und sieht an der Kreuzung, das ist für einen 50 Meter entfernten Typ, der irgendwie merkwürdig aussieht, was auch immer das bedeutet, und sie hatte da schon ein schlechtes Gefühl, und auf einmal nähert er sich ihr immer weiter und auch schneller, sodass sie da also ganz schnell ihren Schlüssel rausholt,
sich noch durch den Spalt der Tür durchquetscht und schon wieder die Tür zudrückt und der Wart ist schon von der Gegenseite, also von außen gegengedrückt. Sie hat das noch gerade geschafft, dass die Tür ins Schloss gefallen ist, ist dann da hochgerannt, hat irgendwie auch mit ihrem Mitbewohner gesprochen, die haben dann noch aus dem Fenster geguckt. Der Typ hat in der Zwischenzeit bei anderen Wohnungen klingelt, war dann auch schon im Treppenhaus unterwegs. Und irgendwie ist er dann auch wieder verschwunden. Also wirklich eine gruselige Geschichte. Und dann hat sie das irgendwie einen Tag später einer Freundin erzählt, die sich dann also relativ schnell aufgeregt hat oder gesagt hat, ja, warum hast du das nicht sofort, warum hast du nicht sofort der Polizei Bescheid gesagt? Und ich würde erstmal sagen, also erstmal darf man auch ein bisschen überfordert und verwirrt sein in so einer Situation. Ich weiß, ich wäre es. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, der Polizei Bescheid sagen, das muss man ja nicht sofort in den ersten 10 Minuten, aber vielleicht ein oder zwei Tage später, wann auch immer man sich da bereit fühlt. Weil den Punkt, dass sowas in Statistiken auftauchen soll oder am besten sollte, das würde ich auch so sehen. Weil ja, das stimmt ja auch. Das ist die Grundlage für Handlungen. Ne? Genau, also, genau. Du musst ja irgendwas erfassen. Irgendwas muss belastbar sein. Ja, du kannst ja nicht einfach nur aus dem Bauchgefühl sagen, so, ah, wir haben da so ein Gefühl. Ja. Lass mal irgendwie Gesetze so Pi mal Daumen oder lass mal irgendwie mehr Polizeipräsenz oder was auch immer für Maßnahmen du dann ergreifen willst, dass du irgendwie erstmal feststellst, was ist überhaupt Sache. Ja, das sehen wir ja in allen möglichen, also wenn du jetzt irgendwie hingehst und nehmen wir mal ein schönes, ich will da gar nicht im Detail drüber sprechen, aber Tempolimit zum Beispiel, dann gehst du ja hin und nimmst zum Beispiel Verkehrstote, CO2-Belastung, irgendwelche Zahlen. Du kannst ja nicht einfach nur... Ich habe mir heute das Hawaii-Hemd angezogen, dass ich nicht der FDPler bin und dann kommst du mit Tempolimit. Also ich finde es schwierig. Nee, aber es geht doch darum, dass du auch bei den Diskussionen, du versuchst natürlich irgendwas an Zahlen zu präsentieren oder irgendwas musst du ja, weil sonst hast du ja einfach nur eine Aussage... Ich hatte da Bock drauf. Ja, was ja auch in Ordnung ist. Ja, aber wir sehen in der Politik irgendwie, wenn du was bewegen willst, du musst dich auf irgendwas beziehen. Deswegen erstmal würde ich sagen... Darf ich noch ganz kurz erzählen, warum sie, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt in der Zwischenzeit gemeldet hat oder nicht. Ja. Sie meinte, ja, wie meldet man sich eigentlich bei der Polizei? Ruft man dann den Notruf an? Weil das hat sie nämlich so ein bisschen davon abgehalten, weil dann würde man ja die raren Notrufkapazitäten reservieren mit etwas, was gar nicht akut ist. Gibt es die Polizei auch wegen Ruhestörungen anrufen? Also die haben ja im Prinzip immer Kapazitäten, dass der irgendwie ans Telefon gehen kann. Ja, also das, Leute, die das einfach so sehen, würden das bestimmt so machen. Also ich konnte das schon nachvollziehen, weil also wenn ich etwas habe, das ist wichtig, aber nicht dringend, gibt es dafür auch eine Telefonnummer. Nee, es gibt weil Online-Anzeige. Ist wichtig und dringend. Also Online-Anzeige kannst du machen. Es gibt eine Website, ich habe das mal gemacht, als ich Morddrohungen per Telefon bekommen habe. Da habe ich eine Online-Anzeige gemacht und dann wurde ich zurückgerufen. Das hat dann einen Tag gedauert und dann hat mich ein Polizeibeamter zurückgerufen, hat dann die Details aufgenommen und dann landet das auch in der Statistik. Wenn du die Morddrohung per Telefon kriegst, dann ist die Leitung ja eh besetzt zu dem Zeitpunkt. Kann ich auch nicht zurückrufen. Ah. Entschuldigung, jetzt mach mal hin, ich muss nämlich jetzt die Polizei anrufen, du Arschloch. Nee, aber... aber an dem Abend hätte sie ja tatsächlich die Notfallrufnummer wählen können. Genau, wenn sie da... Also wenn der quasi im Treppenhaus sich aufhält und sie davor eben dieses... reicht ja, dass sie das Gefühl hat. An dem Abend war erstmal wirklich... Ja, ich weiß auch nicht, also... Ja, da bist du halt natürlich erstmal überfordert wahrscheinlich und einfach dann froh, dass du die Tür... Ja, dann irgendwie unauffällig aus dem Fenster und dann ist der Freak weg oder nicht. Ja, ansonsten, was ich gerade noch im Chat lese, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das gerade hier mal kurz öffentlich machen. Also es gibt dann noch eine Mail, du kannst aber auch die örtliche Polizeiwache, die hat wohl eine eigene Nummer. Das heißt, bei mir in Godesberg wüsste ich ja, wo das ist. Ansonsten, was ich auch schon mal gemacht habe, wenn du es am nächsten Tag machen willst und du willst dann den akuten Fall jetzt, also der ist ja dann nicht mehr akut, du kannst auch bei der Wache einmal reinspazieren. Also, ne, du kannst dann halt... Ja, aber das ist ja schon wirklich aufwendig. Okay. Oder? Also gut, wenn du willst, dass sich was ändert, ja, also wenn du da, also wenn das jetzt schon zu aufwendig ist, ja gut, meine Freunde, dann... Ja, ich würde immer alles, erst anrufen und wenn die sagen, komm vorbei, komm ich vorbei. Okay. Ja, wenn eine Online-Petition für dich schon zu aufwendig ist. So, wir gucken mal weiter. Erst wenn die Politik ein Problem sieht, ändert sich etwas, völlig richtig, schreibt Gühmann. Es ist bereits die zweite Anzeige wegen sexueller Belästigung binnen 2 Jahre, die sie erstattet.
Und ja, hier würde ich auch mal sagen, also hier definitiv die von meiner Seite aus die Call to Action. Ich glaube, da stimmt ihr ein an alle Frauen. Wenn ihr sowas erlebt, Belästigung, Beleidigung oder irgendwas, nicht mit Hemmungen daherkommen, sondern anzeigen. Auf jeden Fall. Auch an alle Männer. Ja, ja, absolut. Also das kann man, glaube ich, geschlechtsunspezifisch machen. Ich bin tatsächlich mal von einer Frau in der Disco so ein bisschen belästigt worden. Das war jetzt nicht gefährlich, weil alle meine Freunde daneben standen, das lustig fanden. Aber da sieht man, glaube ich, auch, wie unterschiedlich da die Dinge... Klar, man muss aber fairerweise sagen, natürlich gibt es dann Machtgefälle. Ja. Und wenn ein Mann von einer Frau belästigt wird, ist es in der Regel nicht so brenzlig oder ist es nicht... Aber die hatte mich tatsächlich im Schwitzkasten und ich wollte das nicht. Ja, und die hat mir auch durchs Gesicht geleckt und das wollte ich auch nicht. Das ist eigentlich, okay, das ist schon... Das ist eigentlich... ja, also ich, meine, ich bin kein Jurist, ist das schon sexuelle Nötigung? Ich bin auch kein Jurist, wie du weißt, aber... Ja, ich meine... Ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, war nicht okay. Ja. Komm. Ach Mann, ihr seid auch solche Idioten. Komm. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich solche Geschichten hier erzählen kann. Doch, erzähl! Das wir sind hier ganz privat. Ja, genau. Guckt kaum einer zu. Guckt kaum einer zu. Kommt auch überhaupt nicht auf YouTube. Ja, ich meine, aber ich meine, wie gesagt, Freunde von mir standen daneben, fanden es lustig. Ne? Also, das sind aber auch tolle Freunde. Ja. Ich wär ich dabei gewesen, ich hätte wenigstens noch gefilmt. Ich habe viele Fehler gemacht. Schon so Schlappen-Style. Full Send, come on! Genau. So, wir gucken mal weiter. Ich bringe mich hiermit noch um, aber egal. Ich zeige sie nicht an, ich nehme sie mit. Jemand im Chat, oh Gott. So, Leute. Oh, so, dass ich so lache, zeigt auch schon, dass ich es alles nicht ernst nehme. Es wird Zeit. So. Zurück, Konzentration. Ihr seid selbst schuld mit eurem Wein. So. Der Vorfall landet als Beleidigung in den Akten. Ja, ist völlig richtig, oder? Also, ne, das war das mit der, hier, zieh den BH an. Ich weiß nicht, ob das völlig richtig ist, aber ich kann es jetzt erstmal nachvollziehen, ja. Ja, ja. Gümann sagt, in der Statistik sollten solche Fälle viel mehr als das angezeigt werden, was sie sind. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Nur so ließe sich das Ausmaß sichtbar machen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt. Also... Wir haben das, was du, ich finde das interessant, weil was du gerade beschrieben hast, das ist für mich sexualisierte Gewalt. Durch Gesicht lecken, körperlich werden. Eine Beleidigung, in dem Fall jetzt ja als Prostituierte. Ich weiß nicht, wenn es nur das Verbale ist, und dann ist das für mich jetzt noch nicht sexualisierte Gewalt. Das ist für mich Beleidigung. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine sehr gewöhnliche Vorstellung des Begriffs Gewalt und der ist für mich irgendwo physisch. Ja. Ja. Also deswegen würde ich da jetzt auch nicht unbedingt mitgehen. Mhm. Also auf jeden Fall unangenehm und eklig. Und also das ist ja auch eine Frage. Wie du rechtfertigen willst, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen anders geahndet wird. Also natürlich, es gibt eben dieses Machtgefälle, was da natürlich eine Rolle spielt. Natürlich ist die Gefahr größer. Ich wüsste trotzdem nicht, was es rechtfertigen sollte, dass das extra quasi ein Punkt ist. Mhm. Naja, also der Gewaltbegriff, das wird ja häufiger, hört man das ja, ne? Also, dass man diesen Gewaltbegriff irgendwie noch auf verbale Sachen ausweiten sollte. Ich weiß auch nicht genau, wie man sich das vorstellt. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Habt ihr gerade im Chat die Justin Bieber-Geschichte auch gelesen? Nein, wenn, dann müsste ich sie, soll ich sie laut vorlesen? Ja, weil du kannst nicht einfach Sachen lesen und darauf reagieren. Ja, ich habe ja deswegen noch gar nichts gesagt. Okay, da ist auch noch ein YouTube-Video mit. Hab also, gehört, wir lesen mal kurz vor. Ideologik schreibt, hab gehört, dass mit Belästigungen durch Frauen ist gar nicht so selten. Justin Bieber wurde doch auch von einer Frau öffentlich auf der Bühne sexuell übergriffig angegangen und damals war er noch minderjährig. Die Gesellschaft interessiert sich so wenig dafür, dass Täterinnen vor tausenden Menschen auf der Bühne Jungs sexuell belästigen können. Ja, gut, also muss man sagen, ist, glaube ich, also ich würde das so ähnlich betrachten, wenn junge Mädels angebaggert werden. Ich würde sagen, das ist der Justin Bieber-Vergleich mit mir, der wahrscheinlich am ehesten funktioniert. Ist auch für Justin, wie genau für mich, bestand wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt ernsthaft Gefahr.
Ja. Aber es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, aber es ist nicht dasselbe, als wenn du die Geschlechter umdrehst. Das muss man einfach auch mal klipp und klar sagen. Ja, und die Situation ist halt ungefährlich. Also bei mir standen Freunde daneben. Justin wird wahrscheinlich 3-4 Kollegen gehabt haben, die er für seine Sicherheit bezahlt. Ja. Die dann da vielleicht doch auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Ja. Es war immer ungefährlich, aber es ist eben trotzdem nicht okay. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich ja eingeleitet habe. Wir haben richtig was zu tun. Und zwar, hier kommen wir zur nächsten Seite. Wie lässt sich sexualisierte Gewalt bekämpfen? An Männer hat Gümann einen klaren Appell. Ich habe uns jetzt einfach mal als solche hier dargestellt. Mhm. Und jetzt kommt der Appell. Es reicht nicht aus, nicht der Mann zu sein, der zum Täter wird. Sei der Mann, der aktiv wird, der einschreitet, bei Sexismus und Gewalt den Mund aufmacht, seine Privilegien nutzt. Und hier muss ich sagen, bin ich jetzt völlig verwirrt. Also, es reicht. Was ist jetzt genau die Handlungsanweisung? Also erstmal, es reicht nicht aus, dass wir keine Täter sind. Ja, das, also not all men reicht nicht aus. Reicht nicht aus. Okay. Du musst aktiv werden. Du musst einschreiten. Ja, einschreiten, wir können das ja mal kurz versuchen zu erklären. Was wäre das, verbal oder physisch dazwischen gehen? Also toxisch männlich. Ja, also ja. Hier im Grunde steht auch hier unten, seine Privilegien nutzen. Ich dachte immer, ich soll meine Privilegien checken und wenn ich sie feststelle, soll ich ganz demütig sein und sie nicht mehr nutzen. Jetzt auf einmal soll ich sie doch nutzen. Was sind die Privilegien? Die körperliche Kraft oder? Wahrscheinlich. Also und soll bist ich, du in dem Fall dann in Ordnung? Ich komme also überhaupt ich, nicht mit. Also würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich sowas mitbekomme, ja. So, und da habe ich sogar noch eine andere, da habe ich eine kleine Anekdote, das müsste jetzt auch so 11 Jahre her sein, oder noch länger, keine Ahnung, 12 Jahre oder so, da war ich mit meinem lieben Kollegen Gimbal unterwegs in der Bonner Innenstadt und wir laufen da lang und auf der anderen Straßenseite bekommen wir mit, da ist ein Pärchen, was sich streitet, ja. Es wird laut, man kriegt es mit und auf einmal der Typ packt dir in die Haare und pfeffert der richtig eine. Okay. So, wir stehen da, sehen das und schreien natürlich rüber, ey du Arsch, lass die Scheiße, Finger weg, ja. Der Typ dreht sich zu uns, sagt, das geht euch einen Scheißdreck an, geht weiter. Wir, nein, du hörst jetzt auf damit. Der Typ kommt rüber zu uns, knallt mir eine, macht meine Brille kaputt. So, währenddessen waren noch ein paar Leute dabei, jemand ruft die Polizei, wir sagen, beruhigst dich jetzt mal. Es dauert, glaube ich, wirklich maximal eine Minute, Blaulicht kommt, der Typ, also nimmt diese Situation durch, die Polizei beruhigt sich. Ich habe erst danach gecheckt, dass meine Brille im Arsch war, ich habe den Typen nie wieder gesehen, bin auf den Kosten sitzen geblieben, war mein Problem. Ich habe jetzt im Grunde genau das gemacht, was hier die Dame gefordert hat, oder? Ich habe sozusagen meine angeblichen Privilegien genutzt. Ja. Wahrscheinlich nicht gut genug. Ich hätte krasser sein müssen. Was sind denn das für Privilegien? Das ist jetzt, ja der Fehlschluss. Genau, das ist ja der Fehlschluss. Groß bist oder dass du sportlich bist oder. Hat mir im Übrigen nichts genutzt, ja, weil eben, ich überhaupt das ist, nicht. Das ist ja der ich bin überhaupt nicht kampferfahren. Eben, angenommen, du wärst ein Kampfsportler, dann hättest du dieses Privileg, ja, dass du vielleicht weißt, sofern der nicht bewaffnet ist, ja, wie du in dieser Situation hättest agieren sollen. Sind aber die wenigsten Männer. Ja. Also die wenigsten Männer machen Kampfsport oder sind, keine Ahnung, so, ausgebildete Soldaten oder irgendwas. Ja, ich erzähle die Geschichte mal noch weiter, weil ich oute mich jetzt mal. Ich sage, ich mache das nie wieder. Ich mache das nicht. Ich rufe vielleicht noch oder ansonsten, ich rufe die Polizei. Das mache ich, ja. Aber ich lege mich nicht mehr mit irgendeinem Arschloch an. Der Typ hat mir nur eine gepfeffert. Was ist, wenn der ein Messer dabei hat? Opfer ich mich nachher? Und jetzt kommt's. Wie ging's denn weiter? Die Polizei kam und ich sag das mal abfällig. Ich habe einen Guess. Ja? Sie hat ihn nicht angezeigt. Nein, richtig. Was hat sie noch gemacht? Sie hat ihn in Schutz genommen. Aha. Vor der Polizei. Sie hat gesagt, ey, es ist gar nichts passiert, es ist nicht schlimm, wir gehen jetzt einfach nach Hause. Ich stehe da. Wie der letzte Idiot, ja. Wir sagen, nein, das war anders, ja, was weiß ich. Die Polizei hatte auch keinen Bock. Und dann denke ich mir, Was riskiere ich eigentlich meine Gesundheit für zwei asoziale Menschen? Ja, und da war mir das Geschlecht dann auf einmal ziemlich egal, weil ich dann nicht ankomme mit irgendwie also ne, das ist ein spezieller Fall und das ist ganz anders gelegen jetzt als die Geschichte, die du erzählt hast mit der Freundin, die dann belästigt wird und so weiter. Aber
irgendwelche fremden Leute streiten sich, da passiert was. Ich weiß nicht, ob ich dazwischen gehe. Weiß ich nicht. Ich habe unter Umständen gar nichts davon. Deswegen muss ich sagen, wenn ich sowas hier lese, aufgrund meiner Erfahrung, triggert mich das. Weil ja, ich mir denke, was mit der Geschichte, die du erlebt hast, ja, auf jeden Fall, ja. Was, ich gehe da nicht dazwischen. Ich nutze nicht meine Privilegien. Ich mache, wie gesagt, ich mache den Minimalaufwand. Ich sehe das, ich rufe die Polizei, sag, wo das ist, was passiert ist, und dann gehe ich weg. Ich mische mich da nicht mehr ein. Also ein Problem, was ich da halt sehe, ist, dass halt im Prinzip Männer wieder als homogene Masse gesehen werden, die alle ein Aggressionspotenzial in sich tragen und die alle im Prinzip dieses Privileg der körperlichen Überlegenheit mit sich führen. Und von denen man dann verlangen kann, in eine physische Auseinandersetzung zu gehen. Genau. Und das kommt gar nicht vor irgendwie in der Denkweise, dass es vielleicht nicht so sein könnte. Und das ist doch... Also ich bin ein Riesenschisser. Das ist doch Sexismus. Ja. Also... Ja, also ich bin da auch an der Stelle ein Riesenschisser. Ich bin solchen Situationen immer ausgewichen und ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf und ich bin extrem eingeschüchtert, wenn sowas passiert. Zum Glück ist mir das, glaube ich, noch nie passiert oder... Ja, weiß ich nicht, vielleicht war ich da auch der ein oder andere Mal auch nicht der große Held und bin dann weitergegangen und habe getan, als hätte ich nichts gesehen. So krass, wie du es gesehen hast, dass da irgendjemand festgehalten wird und eine irgendwie geklatscht bekommt oder so, das habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, ich würde die Polizei anrufen und weitergehen. Ja, also ja, schwierig. Also ich muss ehrlich auch sagen, also ich habe auch keine Lust, nur aufgrund meines Geschlechts irgendwo der Held sein zu müssen. Ja. Weil wenn, ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt Quatsch erzähle, aber wenn das so ist, dann möchte ich halt auch in anderen Situationen irgendwo auch mal einen Vorteil erfahren, aufgrund meines Geschlechts. Ja, die haben wir ja anscheinend, keine Ahnung. Aber ich möchte das einfach nur aus der Perspektive mal erzählen. Ja, es wird vielleicht auch den Fall geben, wo man einfach mal ruft, dann beruhigt sich die Situation, man hat was getan, hat keine kassiert bekommen und so weiter. Aber so pauschal als Handlungsempfehlung, wie es da steht, finde ich das nicht okay. Rüdiger auf Klo, drei alte weiße Männer sitzen im Luxus-Südurlaub und reden über das Patriarchat. Ja, das ist ja erstmal eine akkurate Beschreibung, aber ist das auch eine Problembeschreibung? Nein. Also, das ist einfach eine gute Beobachtung. Ja, das ist accurate observation. So, jetzt lesen wir noch weiter den letzten Slide. Während ich überlegen muss, wann ich wie welchen Weg entlang laufe und leider auch, was ich dabei anhabe, bindet sich ein Mann die Schuhe zu und läuft einfach los. Welche Maßnahmen Gühmann außerdem fordert und die Tricks, mit denen sie und ihr Freundin sich schützen, jetzt auf spiegel.de. Auch das... Ganz kurz, ist super gut, die Tricks zu verraten auf Spiegel. Okay. Ja. Ja, ja. Auch das muss ich halt leider sagen, deckt sich ja nicht mit der Kriminalstatistik, dass es für Männer die größere Gefahr gibt, Opfer von Gewalttaten und Raub zu werden. Ne? Ja. Also es wird so getan, als würden wir Männer einfach, keine Ahnung, du gehst einfach da lang, also durch die Innenstadt und es passiert dir gar nichts. Statistisch gesehen stimmt das nicht. Sind häufiger verwickelt in Schlägereien, in Probleme und so weiter. Ja, aber ich wäre in jeder Situation, in der ich bin, lieber Mann als Frau. Ja. Wenn ich es mir aussuchen kann. Also warum komme ich zu dem Ergebnis? Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das ja auch man kann das ja auch statistisch falsch sehen. Du kannst ja sagen, vielleicht stimmt, vielleicht ist ein Gefühl so, aber ich weiß gar nicht. Also ich hätte als Frau, wenn ich in eine Situation komme, immer noch die Angst, dass ich irgendwo sexuell missbraucht werde. Und dann habe ich lieber, dass mir einer in die Fresse haut, mein Portemonnaie mitnimmt oder so. Da kann man sich, glaube ich, besser von erholen, als ja, wenn ich dann noch irgendwie so... Aber die Situation hättest du im Zweifel als Frau eben nicht. Also dass halt irgendwie ein Halbstarker irgendwie auf der Suche nach Streit ist irgendwie und sich einfach nur unnötig boxen will oder dich abziehen will, ja, oder irgendwas. Das sind sicherlich das passiert dir einfach als Frau gar nicht erst. Natürlich passieren da andere schreckliche Sachen, das möchte ich ja damit nicht schmälern, aber du hast auf jeden Fall so ein paar Bonussituationen, die du halt sonst gar nicht irgendwie durchleben würdest. Also wir wollen ja nur darauf, glaube ich, hinaus, oder also ich auf jeden Fall, dass da schon auch mehr mit verbunden ist, als sich einfach die Schuhe zuzumachen und loszulaufen, je nachdem, wo dich dein Weg hinführt, machst du dir vielleicht schon auch mal Gedanken, boah, will ich da jetzt irgendwie alleine nachts rumlaufen?
Ja, ich schon. Ich laufe nicht überall einfach so entlang. Ja, nicht nur du. Das macht jeder von uns. Daher ist es einfach Kokolores, was da steht. Also deswegen... Das ist auch etwas sehr einfach. Ich, am Ende stört mich dann auch wieder, wie gesagt, dass das wieder... Da wird wieder ein Spaltding draus gemacht. Ja, also genau. Das ist das, was mich dann irgendwie stört. Also sehen wir uns doch einig, es gibt Gegenden, da hat keiner von uns Bock, egal ob Mann oder Frau, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, die einen eher wegen sexueller Belästigung, sexueller Nötigung, Beleidigung. Als Mann habe ich keinen Bock darauf, weil ich Schiss habe, in Schlägereien oder Messerstechereien zu geraten. Ja, gut, können wir uns jetzt ewig lang drüber streiten, was ist jetzt schlimmer? Weiß ich nicht. Ja, ich finde diese sexuelle Komponente finde ich schon nochmal schwieriger, weil das, ich glaube, der Schaden, der da entstehen kann, nochmal größer ist. Also, was will ich damit sagen? Es ist ja auch alles nur aus meiner Sicht. Ja? Ich hab während des Studiums habe ich einmal einen in die Fresse bekommen abends auf dem Weg nach Hause und bin ausgeraubt worden. Du erzählst das so nonchalant, ich finde das einfach nur krass. Ja, ich fand das auch nicht cool. Ich fand das auch echt nicht. Nee, das hat mich wirklich geärgert. Weil, ach was? Nein, meine größte Angst war, dass ich Angst haben werde, abends rauszugehen. Ja? So, um ehrlich zu sein, hatte ich das zum Glück nicht. Ja, ich bin weiterhin genauso rumgelaufen wie vorher und dafür bin ich dankbar. Aber das ist ja etwas, was du nicht unbedingt so aktiv beeinflussen kannst, wie du jetzt drauf reagierst. Sag ich jetzt mal so. Okay, ja? Also weil. Aber ich glaube, wenn da noch irgendwas mit mir auf sexueller Ebene oder so passiert wäre, ich glaube, dann wären die Wunden psychisch tiefer gewesen. Ja, aber du hast halt also nur eine aufs Maul bekommen und wurdest ausgeraubt. Das ist angenommen, nicht nichts. Ich meine jetzt angenommen, es geht einem vielleicht jetzt nicht nur um deine Brieftasche, sondern der hat halt keine Ahnung, was für ein Ding weg und der schlägt dich halt wirklich hardcore krankenhausreif, du liegst danach vielleicht irgendwie auf der Intensivstation oder so. Ich denke, dass das psychisch mit dir was anderes macht natürlich als eine Vergewaltigung, aber halt auch schwerwiegende Folgen hat. Nicht nur körperlich, sondern auch tatsächlich psychisch. Also so, da bin ich komplett bei dir. Ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Ja, also ich finde, da bin ich komplett bei dir. Aber ich glaube, die Vergewaltigung ist auch schon wieder so ein Extrembeispiel. Soweit muss man ja gar nicht gehen. Aber ich glaube, wenn da irgendwie Hände irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehören, da muss dann auch gar nichts. Also die Vergewaltigung ist ja wirklich die letzte Stufe des sexuellen Missbrauchs aus meiner Laiensicht. Ne? Selbstverständlich. Also jeder Jurist würde jetzt sagen, oh Gott, was erzählt der da? Ist wahrscheinlich auch aber ich finde diese rein physische Gewalt, du kriegst dann in die Fresse, du landest da im Rosenbeet, dann stehst du wieder auf und dann gibst du dein Handy und dein Geld und dann gehst du nach Hause. Das ist scheiße, aber das ist irgendwie eine in sich abgeschlossene Handlung. Aber dass du, das finde ich Wahnsinn, dass du das, ehrlich gesagt, finde ich das total. Also du kokettierst immer damit, dass du nicht tough wärst. Ganz kurz. Also, dass du jetzt einfach so sagst, ja gut, das passiert halt. Ist 15 Jahre her. Ja, aber ich finde es. Grausam ist, wie lange das schon mal geht. Ich finde das interessant, dass du das bewerten kannst und sagst, das kann man als Mann mal durchstehen, aber weiß ich auch nicht, warum ich das so sehe, aber das hast du gerade genau richtig beschrieben, so fühle ich das, ja. Also ich bin als Jugendlicher mal von älteren Jungs auch bedroht worden, in der Ecke gedrängt und ich glaube, die wollten mir nur Angst machen, haben sie erfolgreich geschafft. Haben mir gedroht, so schlagen dich zusammen oder irgendwas. Das war am Rande von so einem Karnevalszug, einfach mal in die Gasse gedrückt und mir irgendwie Angst machen. So, ich kann dir nicht sagen, das hat für mich jahrelang hatte das einen richtig harten Impact. Da war wie alt warst du da? 13. Ja, okay. So, die Jungs waren vielleicht 17, 18 oder so. Und ich weiß gar nicht, wie kann man das bewerten? Also, wie kann ich jetzt, also, das ist doch überhaupt nicht. Interessant finde ich im Übrigen, dass wir beide schon allein sowas erfahren haben. Ich frage mich ja, bestätigt ein bisschen die Statistik, wie gefährlich es als Kerl keine ist. Keine Ahnung, mir ist sowas natürlich auch passiert, da war ich aber jünger. Also so mit 9 oder 10 wurden mir meine Schuhe und mein Skateboard abgezogen, auch so von 4, 5 Halbstarken irgendwie. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht... Ich habe auch eine blutige Nase gehabt. So, also da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht irgendwie auch ein Stück weit traumatisch ist. Also ich kenne die Situation jetzt noch
im Detail alles davon. Mhm. Also da kannst du mir noch nicht erzählen. Lange her. Das ja, es ist genau sehr, sehr lange krass, her. Ja. Ich würde mich dann einfach gerne darauf einigen, es ist nämlich darauf hinaus, ich will sagen, es ist für alle scheiße und ich muss mir dann nicht anhören lassen, so, ey, für dich ist die Welt so, du ziehst die, weiß nicht, du machst die Klettverschlüsse zu. Also wenn sie das damit sagt, wenn sie das wirklich damit sagt, dann würde ich auch sagen, ja, das ist also wirklich eine unempathische und schlecht informierte Vereinfachung der Wirklichkeit. Ja, also ich persönlich bin immer dafür, lass es für alle irgendwie geiler machen. Jetzt haben wir hier wirklich ein schweres Thema gemacht, finde aber auch interessant, mal persönliche Anekdoten rauszuhauen. Falls ihr auch irgendwas habt, gerne in die Kommentare. Ich finde es interessant, wie sich das hier, wie das hier manchmal so eskaliert. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich diese zwei Geschichten oder drei Geschichten heute Abend erzähle. Und ja, so ist das halt. Ich finde das irgendwie auch spannend, dass mir die Themen nicht genannt werden und wir da so reinstolpern, was eben noch ein lustiger Abend war. Auf einmal werden hier wieder irgendwelche Traumata bearbeitet. Also, ja, aber wir verarbeiten die doch, weil wir sind auch entgegen mancher Behauptungen ja gar nicht so toxisch. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber eigentlich sind wir es nicht. So, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.